So, grüezi miteinander. Heute machen wir etwas ganz Spezielles. Heute bin ich mal nicht der Chauffeur, sondern ich lasse mich chauffieren. Ich mache einen öffentlichen Verkehrstag mit dem Kollegen Jakob. Einen Rentnerausflug mit allen Bus und Bahnen im Grossraum Zürich. Und mal schauen, was rauskommt. Und ich weiß auch nicht, was dann am Schluss auf dem Film drauf ist. 130. Der Biathlon. Da sind wir im Geroldswil-Zentrum. Das sind die berühmten Automaten von der VBZ. Braucht kein Mensch mehr, weil es gibt ja eine App. Und wir als fortgeschrittene IT-Menschen haben ja die App im Hosensack. Und jetzt sollte dann da gerade der nächste Bus um die Ecke kommen.
Bären und so Zeug. Und das ist jetzt eben die berühmte Strafanstalt für die Schweiz. Irgendwann landet der Putin da. So, sind wir im Zug. Bregenzdorf. Zum Airport. Hier gibt es einen Hauptplatz. Sie so zum Zürcher ÖV. Wundervoll, sensationell. Absoluter Hit. Ja. Würden Sie das nochmal sagen, ohne Maske? Nein. Maskenpflicht. Oh, ein Tunnel. Da sieht man jetzt auch den berühmten Sahara-Dreckstau. Ich gehe jetzt hingehen. Tut es ihn ausblenden fast. Thank you.
Der Stolz hat sich geirrt. Dattelhofen. Das ist ein berühmter Architekt. Fahren wir mit der Dollerbahn vom Grand Hotel Dollar zurück zum Böhmerhof. Wir sind jetzt rund schon anderthalb Stunden unterwegs, rund und drüben. Vom Ribbental nach Regensdorf, von Regensdorf zum Airport, vom Airport nach Dübendorf. Jetzt sind wir hier im Dollerbändel. Von der Richtung Innenstadt. We'll be right back.
Aber man muss sich danken.